Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, zunächst zum Kollegen Scharf. Alles, was Sie zu Afrika und der Dritten Welt gesagt haben, kann ich unterschreiben. Ich freue mich auch über den sachlichen Ton der Debatte bisher. Das ist auch für die Opposition gut, dass auf diesem Niveau diskutiert wird. Und Sie haben in der letzten Sitzung diesen Stil auch hier eingeführt. Das möchte ich anerkennen. Deshalb nochmal, alles, was Sie zur Dritten Welt gesagt haben, kann ich unterschreiben. Hier bei uns stellt sich die Situation allerdings anders. Und vielleicht wird ja noch jemand was dazu sagen. Diese 54%, die nicht kommen, das hat mich ja auch schockiert. Da hat man mir zugerufen jetzt, das sind diejenigen, die wegen AstraZeneca nicht kommen. Und deswegen meine ich, man muss also dann das ernst nehmen. Die Ängste, die damit verbunden sind, die muss man ernst nehmen. Und ich habe versucht, hier mit meinem Beitrag nicht irgendetwas schlecht zu machen, sondern sachlich darauf hinzuweisen, welche Probleme es gibt. Ich glaube nämlich, ich kann hier sagen, besser AstraZeneca als überhaupt nichts. Es gilt für eine ganze Reihe von Leuten, die, und das gilt eben nicht nur für die Dritte Welt, um das deutlich zu sagen. Dennoch gibt es bei jedem Impfstoff Vorbehalte, und ich habe es immer so gesehen, dass es auch zu meiner Verpflichtung als Politiker gehört, diese Vorbehalte zu formulieren und sie auch zu benennen. So, nun der zweite Punkt. Sie haben sowohl Sie, es war der Herr Jung, als auch der Herr Funk, Sie haben beide ja auf den ersten Blick einen Punkt gemacht bei unserem Antrag, in dem Sie gesagt haben, das Datum ist problematisch. Und das haben wir uns tatsächlich auch überlegt und diskutiert und haben gedacht, ist nicht besser, wir kommen mit einem Monat oder so und sagen dann. Aber was spricht dagegen, wenn man nämlich das durchdenkt? Solange keine Infrastruktur da ist, wie Sie richtigerweise sagen, kann man das nicht machen. Das ist völlig logisch. Das heißt, morgen würde das nicht losgehen oder übermorgen. Aber unsere Überlegung ist die, wenn so etwas beschlossen würde, dann würden nicht sofort alle Geschäfte sich füllen, alle Restaurants, aber es gäbe einen erheblichen Druck darauf, die Infrastruktur auszubauen. Ich sage Ihnen das mal aus meiner direkten Umgebung. Da ist ein Lokal direkt neben einer Apotheke. Glauben Sie mir, wenn der Wirt da stünde und sagt, du kommst hier rein, wenn du deinen Schein hast, dann würde sofort sich etwas in Bewegung setzen. Und ich sage jetzt hier mal, ich ärgere mich darüber, und das ist jetzt nicht an Sie. Wenn in Österreich sowas läuft, wenn in Frankreich die Schulen auf dieser Basis geöffnet sind, warum wir hier nicht den Einzelhandel und die ganzen Leute, die jetzt leiden, auf dieser Basis öffnen können? Wenn die Infrastruktur nicht da ist, ist das auch unsere Schuld. Und wir wollten Druck machen, dass diese Infrastruktur aufgebaut wird.